Schutz durch den Meister. Kommentar zum 36. Vers des Vivekachudamani von Shankaracharya. Der Schüler wendet sich an den Guru und spricht mit den folgenden Worten: Durvara samsara davagni taptam dodhuya manam duradrishta vatai Bhitam prapanan paripahim retyo sharanyam anyat yat aham na jani. Beschütze mich vor dem Tod. Ich verglühe in dem unerträglichen Flammenmeer der Wiedergeburten. Ich bin von den Stürmen eines unerbittlichen Schicksals hin und her gerissen. Angst erfüllt nehme ich Zuflucht zu dir. Ich kenne keinen anderen Schutz. So kann sich ein Schüler an den Meister wenden, und zwar egal, ob du den Meister physisch siehst oder auch, wenn du dich zum Beispiel zum Studium hinsetzt, zum Studium der Bhagavad Gita oder auch bevor du meditierst. Du kannst dich verneigen vor dem großen Meister. Zum Beispiel vor Shankaracharya. Shankaracharya, der große Meister. Du kannst sagen, o großer Meister, ja, ich brauche deine Führung. Ich bin gefangen in diesem Kreislauf der Geburt und Tod. Bitte hilf mir. Bitte segne mich. Bitte lass mich dich verwirklichen. O großer Meister, ich leide. Mir gelingt es nicht, meinen Geist zu beherrschen, ich habe Emotionen, ich habe meine Fehler und so weiter. Das sagst du als Schüler, auch wenn du schon vieles getan hast, um dich zu entwickeln. Letztlich, du brauchst die Unterweisung durch den Guru und du brauchst auch die Führung und die Gnade. Und so könntest du jetzt einen Moment dich richten an den großen Meister, wer auch immer er sein mag. Du kannst dich auch direkt an Gott wenden. Du kannst dich an Shankara richten. Du kannst, wenn du das Glück hast, einen großen persönlichen Meister zu haben, dich an den persönlichen Meister wenden. Oder eben auch an Jesus, an Buddha, an Shankara oder dein höchstes Selbst. Und du könntest diese Worte sprechen, die ich jetzt nochmal wiederhole von Shankara, oder du könntest in deinen eigenen Worten machen. Beschütze mich vor dem Tod. Ich verglühe in dem unerträglichen Flammenmeer der Wiedergeburten. Ich bin von den Stürmen eines unerbittlichen Schicksals hin und her gerissen. Angsterfüllt nehme ich Zuflucht zu dir. Ich kenne keinen anderen Schutz.